kleines Dörfchen in Norddeutschland, Dönsel. Hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein, doch der Schein trübt. Hier soll die wohl verrückteste Pferdetaufe Europas stattfinden. Doch nicht irgendeine Taufe. Das Westernpferd Mitch wird auf den Namen Ballermann getauft. Hört sich verrückt an, ist es aber nicht, denn Ballermann-Markenchef André Engelhardt will mit der Taufe Deutschlands Party- und Eventmarke Nummer 1 mit der Europäischen Westernunion verbinden. Ballermann Groß Western ist ein weiterer, ein neuer Zweig der Ballermann-Markenfamilie. Ballermann ist in erster Linie eine, vielleicht die bekannteste deutsche Event- und Partymarke. Und wenn wir von Events reden, dann blicken wir doch einmal über den großen Teich dahin, wo eigentlich die Wiege des Westernreitsports liegt. Und dort sind die Amerikaner ganz groß, so ein Westernreitturnier zu zelebrieren als Event, als große Show. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Amerikaner in der Lage sind, dort auf solchen Events Emotionen zu verkaufen. Unabhängig davon steht natürlich auch bei den Amerikanern der Leistungssport, eben das Westernreiten, dieser actiongeladene, facettenreiche Sport steht dort im Vordergrund. Aber er wird natürlich eingerahmt. Und nur mit einem besonderen Rahmen, mit einem Eventrahmen, mit einem besonderen Charakter wird natürlich aus so einer Veranstaltung ein Highlight. Und genau das ist jetzt Ziel der Marke Ballermann, den Westernreitsport in Deutschland dadurch zu fördern, dass Ballermann dem Westernreitsport hier einen Rahmen gibt, einen Eventcharakter, einen Eventrahmen gibt, der Leute anziehen soll, der Leuten auch zusätzlichen Spaß bietet auf solchen Events, neben der Veranstaltung als solcher, neben dem Reiten. Und dadurch sollen Leute den Westernreitsport kennenlernen können. Und das ist eigentlich das Hauptziel der neuen Markenausrichtung Ballermann. Und wir sind natürlich vom Hause Ballermann sehr froh, dass wir mit den Autohändlern, mit Jörg und Dragan, Botschafter gefunden haben, die als PS-Cowboys diesen Eventcharakter umsetzen können. Im Rahmen der Landesmeisterschaften ging es dann am Wochenende zur Sache. Und die Taufpaten? Die PS-Cowboys Jörg und Dragan ließen es sich nicht nehmen, diesen Akt zu vollziehen. Hiermit taufe ich dich auf den Namen Ballermann. Wow. So, ja, Applaus, Applaus. Der Applaus ist für dich, Ballermann. Für die Ballermann-Promis auch Neuland. Ja, ist mal ein bisschen was anderes, ne? Also kein Schiff oder ein Auto. Andere Sache. Ein Auto haben wir auch noch nicht getauft, glaube ich, oder? Nö, aber wir kommen ja aus der Branche Auto, PS, ein PS und ja, vier PS-Duos. Ja. Da kommen wir doch hin. Na klar, kriegen wir das hin, auf jeden Fall. Ja, ist mal was ganz Neues und ich sag mal, das ist echt eine absolut coole Symbiose jetzt, die Westernreiter und die Ballermänner alle zusammenzubekommen. Und ich bin mal gespannt, was wir da alles so hinbekommen und freue mich auf jeden Fall auf die ganzen Leute und es ist natürlich ein ganz anderes Genre, als wir das bedienen. Aber wenn wir das alles so irgendwo zusammenfassen und zusammenwachsen, fände ich das total cool. Für den Vierbeiner ist die Taufe wohl kaum was Besonderes gewesen und Besitzerin Annette Engelhardt ist stolz auf ihren Schützling. Ich fand's toll, also es war ganz toll, er heißt ja eigentlich Mitch, jetzt heißt er Ballermann und dann hat eigentlich mein Mann gesagt, nee, auch die Marke Ballermann hat uns so viel Glück im Leben gebracht. Und da ist es ja klar, da fehlt natürlich auch das Ballermann-Pferd. Und genauso benimmt er sich jetzt schon. Doch was sagen die Westernreitsportler zu dieser Angelegenheit? Also in der Tat eine sicher interessante Idee, das zu verbinden mit einer Landesmeisterschaft hier im Landesverband. Also eine sehr ernsthafte sportliche Angelegenheit und doch, wie ich finde, eine sehr interessante Idee, das zu verknüpfen, um weitere Präsenz und Publikum anzuziehen. Also von daher denke ich, wird es schon seinen Zweck sicher erfüllen, nämlich zunächst mal Aufmerksamkeit zu erregen, Zuschauer sozusagen hierher zu locken auf das Turnier, um das interessant zu machen. Also finde ich das schon eine sehr gute Idee. Zumal man dadurch auch noch eine stärkere Medienpräsenz bekommt und das auch weiter so verfolgen kann. Ich denke mal, Namen sind Schall und Rauch in dem Moment. Und ich denke mal, wenn man diese Marke damit auch in Verbindung bringen kann und nicht nur mit Party machen, sondern auch mit Westernreiten in Verbindung bringen kann, denn der Ballermann an sich ist ja letztendlich der Revolver. Und warum soll man da nicht auch eine Kooperation mitmachen können? Der Europameister der Westernreiter Ralf Seedorf sieht für den 6-jährigen Ballermann jetzt nach der Taufe eine große Zukunft. Es ist ein gutes Pferd, es ist ein rittiges Pferd, der ja auch schon seinen ersten Erfolg auf dem Turnier gemacht hat. Ist schon Landesmeister gewesen für letztes Jahr und ich denke, mit entsprechendem Training sollte da noch einiges drin sein. Dass es keine billige PR-Nummer war, bewies auch die Anwesenheit der führenden Regionalpolitiker. Hier ist man mächtig stolz auf den neuen Ballermann. Es war sehr nett, dass es hier in unserer Gemeinde ist und oder in unserer Samtgemeinde ist. Das ist hervorragend. Aber für die Region selbst ist es ja auch so,
dass wir, es werden Übernachtungen gebucht, es wird, werden auf dem Campingplatz ist Betrieb. Alle, die hierher kommen, müssen essen und trinken und das wird hoffentlich hier in dieser Gegend eingekauft. Mal die Augen aufmacht, nicht schlecht, ja. Herr Specht. Und, wir bedanken uns beim lieben Gott für die ganzen netten, lieben Cowgirls. Auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, das kann eine super, super Sache werden. Und wir haben auch noch viele, viele Sachen vor, die wir jetzt natürlich noch nicht verraten wollen. Auf gar keinen Fall. Und wenn das dann alles mal so klappt und wir haben da wirklich so eine Zusammengehörigkeit irgendwo, dann finde ich das ganz, ganz toll. Aber ich sag mal, das ist natürlich eine Schwierigkeit. Da treffen zwei Welten aufeinander und da muss man wirklich jetzt richtige Arbeit leisten, ne, damit das auch gut wird. Ne? Das schaffen wir auch. So, wir zwei Sattelschlepper sind jetzt weg. Ja, weg. Ne? Was machen wir jetzt? Ja, reiten lernen, was sonst? Oh. Macht's gut. Tschö. Tschö.